Krug Expedition. Wir sind in Bayern und hier auf der größten Allradmesse der Welt. Ja, Abenteuer Allrad heißt das Ganze. Hier ist Shenandoah. Wir schreiben den 22. Oktober 2021. Es ist frisch. Ja, doch. Du hast ein Schaf dabei? Ja, mein Schaf, genau. Nein. Aber ja, Skiunterwäsche auf jeden Fall und alles, was man sich irgendwie anziehen kann, damit es warm ist. Du hast direkt gesagt, das hier ist ein geiles Teil, als wir vorbeigefahren sind. X-Cup 12M 2.8 oder 2B, das wird uns gleich mal der Stefan erzählen. Das heißt wahrscheinlich 2.8. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hi. Das heißt 12M28, um da 12M28. Mal einzusteigen. Genau. Ja. Das Schöne ist, ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe ja den absoluten Spezialisten bei mir. Du kommst aus Deutschland oder aus Österreich? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Woher kommst du? Odenwald, ne? Odenwald, Mannheim. Ja, genau, die Ecke, ganz grob mal. Ja, genau. Schön. Ja, und das ist ein Teil, da muss man sagen, das hat mehr wie 7,5 Tonnen? Etwas, ja. Ja. Wie gesagt, die Bezeichnung 12M28 leitet sich aus dem Gewicht und der Leistung ab. 12 Tonnen und 280 PS. Ja, das heißt, sollte man einen Führerschein machen. Ja. Sollte man einen Führerschein machen. Du bist gerade dran. Ja, kommentiere ich es nicht weiter. Es gibt Länder, da ist das ziemlich egal, muss man fairerweise sagen, also wo das Ganze hingeht, denn ich sag mal, diese Fahrzeuge bleiben am wenigsten auf dem Campingplatz, sondern werden wirklich gefahren in Ländern, wo viele Leute noch gar nicht waren. Im Idealfall ist es so, ja, ganz klar, so ein Fahrzeug gehört jetzt nicht unbedingt irgendwie auf dem Campingplatz zwischen die Weißware. Ging aber auch. Ginge, ja, wobei dann die Diskussion der Grasnarbenpflege aufkommt in der Bereifung wahrscheinlich. Aber ja, so ein Fahrzeug muss artgerecht gehalten werden. So ein Fahrzeug ist nicht gebaut für den Einsatz innerhalb von Städten oder Europa oder auf normalen Campingplätzen. Ja. Dafür ist das Fahrzeug, man kann es dafür nehmen, aber ganz klar ist der Fokus ein anderer, wenn man sich so ein Fahrzeug bauen lässt. Liebe Shenny, du musst mal gerade zu mir kommen, denn du musst den Weg mal gerade freigeben, sonst schimpfen die Leute wieder auf das schöne Fahrzeug. Er hat gesagt, der Stefan, das Ding ist voll, voll, voll. Er hat sich hier komplett ausleben dürfen. Du hast alles verwirklicht, was irgendwie ging. Also nicht nur innen, außen, sondern auch fahrwerkstechnisch. Da ist alles dran. Genau, ist unser Vorführfahrzeug. Also haben wir nicht für den Kunden, sondern für uns gebaut, um einfach mal zu zeigen, was geht. Basis ist ein alter Militärfahrzeug, was in Österreich im Einsatz war. Ein altes? Ja, ja. Das sieht aus wie neu. Das Fahrzeug ist Baujahr 1986. Quatsch! Doch, oh. Ja. Das heißt, ja, wir haben, ja, also, wo soll ich da anfangen? Ein bisschen weiter ausholen. Will ich außerhalb von Europa reisen, brauche ich halt einfach ein Fahrzeug, was eine gewisse Zuverlässigkeit mit sich bringt und was im Notfall auch außerhalb von Europas zu reparieren ist. Wo ich nicht viel Elektronik oder gar keine Elektronik an Bord habe. Ein Fahrzeug, was mit allen Sorten der Dieselqualität weltweit zurechtkommt. Südamerika-Thema und so weiter. Das bringen halt eben die guten alten Euro 0 oder Euro 1 Fahrzeuge mit sich. Alles, was etwas neuer ist, Euro 6, die können Probleme mit sich bringen. Oder die Nutzung dieses Fahrzeugs. Nochmal, das Fahrzeug ist Baujahr 1986. 1986. Ja, ist ja unschwer zu sehen. Es sieht ja aus wie 86. Also, wir haben uns erstmal ein sehr, sehr gutes Pferd ins Stall geholt mit dem Steyr 12M18. Wurde nur fürs Militär gebaut. Das heißt, er bringt schon ganz, ganz viel mit, um die Bedürfnisse des Weltreisenden zu befriedigen, ja, von der Basis schon. Dann gehen wir natürlich her und verbessern das Fahrzeug in ganz vielen Punkten, gehen natürlich ans Design ran, weil der Anspruch unserer Kunden ist dann doch nicht der, mit einem alten, rostigen, verbeulten LKW rumzufahren, sondern sie wollen was Schickes, was Individuelles, was Funktionales. Und dann gehen wir halt einfach vom Design auch nochmal rüber. Das ist natürlich auch so ein bisschen aus meiner Feder entstanden. Ich bin diplomierter Produktentwickler. Das heißt, das habe ich auch irgendwann wirklich mal gelernt. Und da kann man sich natürlich da auch entsprechend austoben. Ja. Nochmal, das Ding sieht aus wie neu. Das ist eine glatte 1, würde man sagen, bei Oldtimern. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Mehr geht auch in Sachen Restauration nicht.
Also wir fangen Frame-Off an. Also wir haben nur noch den nackten Leiterrahmen des LKWs vor uns liegen, wenn wir anfangen, dieses Fahrzeug zu sandstrahlen, zu lackieren. Das Teil ist einmal komplett auseinander. Ja? Aber du bist total crazy. Du hast einen alten Steyr genommen, hast ihn komplett auseinandergebaut, wie man das so kennt, früher mal, wo die Fahrzeuge auseinandergebaut haben und dann auf den Teppich gelegt haben, jeder Stoßdämpfer einzeln mit allen drum und dran. Hier ist quasi nichts mehr zusammengebaut gewesen. Nein. Nein. Also diverse Rahmenteile ja, aber selbst die Blattfedern sind nicht mehr im Rahmen drin, die Achsen, die Getriebe, ist nichts mehr. Ne? Wir haben unsere Restauration in verschiedene Baugruppen gegliedert, haben da immer den entsprechenden Spezialisten, der sich mit der Baugruppe auseinandersetzt und dann werden die wieder verheiratet und letzten Endes wie bei einer Montage eines neuen LKWs wieder verheiratet. Ja? Shenandoah, stell dich mal bitte neben den Reifen, du bist mein lebendes Metermaß und bitte mal ganz sanft deine linke Hand auf den oberen Reifen legen, so als würdest du ihn lieb haben. Das ist ja mein Reifen, oder? Wahnsinn. Guck mal da, das heißt, es kann hier auch mal ins etwas härtere Geläuf, oder? Sollte es auch, kann es, ja. Also das Fahrzeug war ja eben für den militärischen Einsatz im Gebirge gebaut worden. Ja. Also der ist jetzt nicht das, was man oft häufig sieht, dass man irgendein Allradfahrzeug nimmt und versucht es dann auf Biegen und Brechen mit Fahrwerksveränderungen dahin zu bringen, dass es im Gelände funktioniert. Das Fahrzeug war genau dafür gebaut. Meistens ist es so, in der Schweiz habe ich das gelernt, die Fahrzeuge sind sehr schmal. Das heißt, also die kommen dann auch durch Gebirgsstraßen wirklich durch. Sie haben meistens vom Radstand her sind sie nicht zu weit. Das heißt, du sitzt also quasi auf der Achse auch. Das macht also ein unglaubliches handliches Fahrverhalten. Das kenne ich also bei meinem Bus, den ich auch fahre. Das heißt, du kommst ja mit quasi überall durch. Also Winkel, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das Fahrzeug hört ja über dem Rad auf, oder? Ja, also Wendekreis ist gigantisch, knapp über 14 Meter für ein Fahrzeug dieser Größe. Also da muss mancher Sprinter vor Neid erblassen. Ja. 14 Meter Wendekreis bei originalem Radstand wohlgemerkt. Mit 3,50 Meter haben wir da hinten stehen. Der hier ist verlängert auf 4 Meter, weil der Anspruch einfach war, hier ein verlängertes Fahrerhaus drauf zu bekommen, dass ich einen Viersitzer habe statt einen Zweisitzer. Und eine 4,90 Meter Wohnkabine. Das heißt, das ist eher für die Familie gebautes Fahrzeug. Den wir da hinten stehen haben, das ist originaler Radstand, zweisitziges Fahrerhaus, erweiterbar auf 3 Sitzplätze ohne weiteren Umbau. Da sind dann Kabinenlängen um die 4,70 Meter möglich. Ja. So, fangen wir an. Da ist eine Luftfederung drin? Nein, natürlich nicht. Nein. Blattfedern. Blattfedern, aufs Gewicht angepasste Parabelfedern, sehr weiches Ansprechverhalten, nicht so bockenhart wie normale Blattfedern vom Baustellenkipper. Ist der Tatsache geschuldet, dass es Truppentransportfahrzeuge waren und die nie grenzwertig belastet durchs Gelände gefahren sind, sondern da saßen Soldaten mit ihrem Marschgepäck drauf. Und deswegen war da schon der Anspruch, eine relativ sensibel ansprechende Federung zu haben, ab Werk. So. Ich schau mal gerade runter, ob du auch die Sachen restauriert hast, die man nicht sieht. Ja, auch das hat er gemacht. Du wolltest unbedingt ins Guinness-Buch der Rekorde, aber nein. Luftdruck lässt sich natürlich nicht im Fahrerhaus absenken, oder? Nein. Reifendruckregelanlagen sind im Bau, aber beim Steyr muss ich das manuell zumindest durch Anschließen eines Schlauches von außen machen. Nicht während der Fahrt durch die Achse durch. Ist aber schlimm. So, das heißt immer so 10, 15 Minuten im Notfall. Im Notfall, ja. Im Notfall. So, ich zeig mal gerade, das ist so eine kleine Box, die ihr gefertigt habt, nehme ich mal an. Wenn du die mal gerade öffnest, sei mal so nett. Da könnt ihr die Shenandoah einmal reinkrabbeln. So groß ist sie. Ja. Da, wo normalerweise das Chemiewerk ist, ist hier gar nichts. Denn das sieht aus, das könnte... Also das ist unsere Technikbox. Die ganze Fahrzeugtechnik, die normalerweise offen am Fahrzeugchassis verbaut ist, haben wir in eine Box implementiert, haben in diese Box eine Klappenauspuffanlage eingebaut oder ergänzt, ja, weil der Anspruch ist halt auch einfach, die Technik etwas besser aufzuräumen am Chassis und das Ganze entsprechend ästhetisch zu gestalten, ja, dass ich einfach Linien am Fahrzeug habe und nicht irgendwo irgendwas hingebaut habe, weil da Platz war, sondern das Fahrzeug ist durchdesignt. Nee, hast du das auch?
Was ist das alles? Ja, das ist ein Haltesystem. Gut, ist jetzt entsprechend als Beispiel bestückt. Ne? Was ja, man eben auf einer Reise mitnehmen kann. Klar, fertigen wir keine Äxte oder irgendwelche Sägen. Ja? Das ist einfach nur ein Beispiel, wie ich mein Fahrzeug halt einfach noch bestücken kann. Wir fertigen verschiedene Halterungssysteme schon, die wir quasi for free dazugeben, wo der Kunde einfach sein Fahrzeug selbst aufräumen kann. Haben wir im Fahrerhaus auch? Ich hab übrigens genau diese Axt. Genau die habe ich. Also, ja, es ist die. Ist ganz praktisch. Ja. Noch nicht benutzt. Eine Säge. Säge ist auch dabei? Säge ist auch dabei, genau. Und wir denken einfach ein bisschen weiter. Wir machen nicht nur das Chassis, sondern wir überlegen auch weiter, wie will der Kunde das Fahrzeug vielleicht bestücken? Ne? Dass er nicht überall dann anfängt, nochmal Löcher zu bohren oder irgendwas. Sondern das ist natürlich dicht, oder? Ja. Ja, Kondenswasser hat man oft in diesen Boxen, aber es ist eine gedichtete Kiste. Das heißt, ich kann damit eintauchen? Ja, könnte ich. Nicht eine Stunde, aber kurz geht. Ja, deswegen sind auch sämtliche Entlüftungen von Achsen, Getriebe und so weiter von dem Fahrzeug auf 1,70 Meter nach oben gelegt, dass ich meine Warttiefe eben erhöhe. Das heißt, die Warttiefe ist etwas höher als der Einstieg der Wohnkabine. Ja. Da hört man dann normalerweise auch auf, weil man ungern in so einer wertigen Kabine Wasser drinstehen hat. Ja. Frage, wozu ist dieser Anschluss? Es ist Starthilfe, das heißt, entweder kann ich durch meine Batterien vom Fahrzeug Fremdstarthilfe geben. Das ist eine NATO-Dose, das heißt, an jedem NATO-Militärfahrzeug ist so eine Dose dran, ob Panzer oder Mercedes-G. Hört. Das heißt, ich kann jedes Fahrzeug, welches so eine Dose hat, eben überbrücken oder kann Starthilfe von ihm bekommen. Ja, das ist ein Standard vom Militär. Wir haben zwar das ganze Arrangement dieser Details geändert, aber natürlich solche Sachen, wir wollen nichts verschlimmbessern, solche Sachen gehören an so ein Fahrzeug, bleibt natürlich dran, ganz klar. Es ist interessant, dass die Schärfeerkennung von meiner Kamera meint, das wäre ein Gesicht, ja, und hat den gerade mal scharf gestellt. Spannend, ja. Das ist spannend. Da vorne ist noch ein Filter, was ist das für ein Filter eigentlich? Das ist ein Lufttrockner. Das ist auch ein Standard beim LKW, Lufttrocknerpatrone, dass die von dem bordeigenen Kompressor, der quasi durch den Motor betrieben wird, die ankommende Luft getrocknet wird. Ne? Und nicht links in der Leitung irgendwo Luft. Da unten das Gelbe, was so aussieht wie Fiskars. Das sind die Hauptbremszylinder vor der Hinterachse. Das sind die Hauptbremszylinder? Ja. Also ich habe einen T3, habe ich, die sind ein bisschen kleiner, der war nämlich gerade undicht. Etwas wahrscheinlich. Natürlich ist die Bremse auch eine andere. Bremse auch ein tolles Thema beim 12 M18. Das Fahrzeug hatte 1986 schon Scheibenbremsen, innenbelüftet, an Vorder- und Hinterachse. Als LKW findet man heute noch kaum, Serie schon mal gar nicht, Vorder- und Hinterachse. Unimog klar, ja, aber wenn ich jetzt irgendwelche LKWs, Allrad-LKWs mir anschaue, heute immer noch Standard-Trommelbremse. Ist eine tolle Bremsanlage, 10-Sattel-Bremsanlage, also wenn ich die Handbremse dazu zähle. Die waren schon ganz weit vorne damals, was die da gebaut haben mit diesen Fahrern. Nochmal eine 10-Sattel-Bremsanlage pro Reifen? Nee, insgesamt. Insgesamt. Ja, ja. Sonst wäre es ein bisschen sportlich. Ich habe schon Angst bekommen, ja. Nee, also ist schon üppig, was die damals verbaut haben. Okay. Ja? Das heißt, der Vorteil ist natürlich, von der Scheibenbremse kläre ich mal auf, das heißt, die bremst sicherer bergab? Bremsleistung gar nicht, und Trommelbremsen auch ganz weit vorne. Es geht eher dann auch um die Verschmutzung. Ja. Wer das von älteren Geländewagen kennt, der mal ein bisschen im Schlamm rumgefahren ist. Ich mache das Teil mal zu, mir fällt gleich der Arm ab. Du siehst so stark aus. Wahrscheinlich doch nicht. Aber bloß jetzt auf Dauer. Kurz mal, gerade mal zur Bremse zurück. Ja. Das ist ein spannendes Thema. Allein durch die bauliche Konstruktion einer Trommelbremse ist es so, wenn ich dünnflüssigen Schlamm, Wasser, Schmutz in diese Bremse reinbekomme, bekomme ich es ganz schlecht wieder raus. Vor allem nicht beim Fahren. Das heißt, ich habe einen erhöhten Verschleiß, wenn ich dünnflüssigen Schlamm zum Beispiel in der Bremstrommel drin habe. Ja, es zerlegt mir die ganze Bremse da drin. Eine Scheibenbremse reinigt sich einfach deutlich besser. Und das sind eindeutig dann auch diese Vorteile. Wenn ich in Afrika irgendwo durch eine Schlammfuhr durchgefahren will, habe ich keine Lust, hinterher meine Trommelbremse auszuspritzen. Ja, nur mal als Beispiel. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das bei jeder Trommelbremse sofort der Fall ist. Aber das ist eins der Argumente für eine Scheibenbremsanlage. Und das ist eine ganz spannende Bremsanlage. Die ist zur Hälfte pneumatisch, zur Hälfte hydraulisch. Das heißt, das Fahrzeug bremst sich eher wie ein PKW vom Pedalverhalten her, statt wie ein LKW.
LKW ist oft so, wenn die sehr leicht sind und bremst stark mit der Trommelbremse, gerade wenn so ein Fahrzeug mal ein bisschen länger gestanden hat, ist die sehr, sehr schlecht zu dosieren. Ja, die haut dann richtig zu, gerade wenn das Fahrzeug unbeladen oder sehr leicht ist. Luftgesteuerte Anlage auf Trommeln rundherum. Das Fahrzeug bremst sich wie ein PKW. Also ich hab einen etwas längeren Weg, ich habe eine viel, viel bessere, eine feinfühligere Dosierung auf der Bremse. Wenn ich jetzt lange Dünen zum Beispiel runterfahre, im rutschigen Sand, wo ich ein bisschen aufpassen muss, was da gerade passiert, und ich auf gar keinen Fall die Bremse übersteuern will, bin ich hier ganz weit vorne mit der Bremse. So. Ich denke, da können wir auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, wenn du mal so liebes Thema aufmachst. Das ist ein Tank. Du hast keine Flex dabei. Das ist ein Tank, ist Tankvolumen? 2x300 Liter. Was ganz spannend ist, wir verbauen jetzt immer wieder der Platznot an solchen Fahrzeugen geschuldet. Ein Hecktank, der 300 Hecktank? Liter hat. Ja, das ist ein Tank im Heck. Der ist Dreipunkt gelagert, also ein kardanischer Tank. Kenne ich so von keinem anderen Hersteller, der das macht. Wenn du mal hier reinfilmst, ne, siehst du die Wippe, dass ich der Tank quasi... Du bist total crazy. Du hast da keine Spannung. Du hast einen Hecktank. Ja, ist eben dem Anspruch geschuldet, dass die Leute Stauraum brauchen. Und immer wieder gerne auch elektrische Treppen verbaut werden am Chassis, die viel Platz einnehmen. Und somit haben wir gesagt, wir verbauen die linke Seite, Tank, Technikbox und auf Kundenwunsch einen zweiten Tank ins Heck. Da habe ich knapp über 600 Liter, das ist gut. Bei einem Durchschnittsverbrauch von diesem Fahrzeug mit dieser Bereifung bei 9 bis 11 Tonnen von ca. 21 Liter. Wir haben Kunden, die fahren mit 18 Liter Durchschnittsverbrauch mit diesem Fahrzeug. Wahnsinn. Ja. Wenn ich jetzt die Fahrzeugentwicklung mal hier mir in den letzten 30 Jahren angucke, da dürfte heute ein LKW noch irgendwie 7 Liter brauchen. Aber anscheinend ist da nicht viel gebraucht, passiert, weil moderne LKWs brauchen... 17 Liter waren im Moment. Actros mit 16 Tonnen. Ja, also sind wir aber nicht weit weg, also brauchen wir uns nicht verstecken. Super. Und vor allem mit so einer Bereifung und permanenter Allrad, der wird nicht zugeschaltet, der hat permanenten Allrad. Ja, der hat permanenten Allrad? Permanenten Allrad, ja. Okay. Genau. So, die Standheizung ist hier drin? Standheizung ist da drin, ja, Kabinenaufbauer. Ist er auf? Können wir reingucken? Muss jetzt gucken. Ansonsten brauchen wir einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel, wir müssen da reingucken, weil die Leute wollen alles sehen. Ich zeige mal gerade die Reifen, Shenandoah. Das sind Reifen, die auf der Straße üblicherweise nicht so leicht abrollen. Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt die auf dem Fahrrad hättest? Oh Gott, bitte nicht. Aber klar, für so einen Abenteuertrip ist auf jeden Fall super. Wir können ihn auch gleich mal fragen, was so ein Reifen wiegt, denn üblicherweise hast du so einen Ersatzreifen immer dabei. Denn der kann ja auch mal kaputt gehen, es kann immer irgendwas passieren, was da ist und dann stehst du da und brauchst einen Reifen. Und interessant ist auch, was so ein Reifen hier kostet. Also schätze mal, was der kostet. Oh Gott, da bin ich überfragt. Aber also liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr denkt, was so ein Reifen kostet. Genau. Könnt ihr auch mal googeln. Ein Michelin X, ich muss mal gerade ein bisschen moderieren hier, ein 16.00 R20. So, wir gucken mal gerade, ob der Schlüssel schon da ist. Mal gerade hier rum. Cool finde ich auch das kleine Logo, was sie hier designt haben. Hast du schon gesehen, ja? Das soll jetzt gar nicht so ein bisschen, ich sag mal, spielerisch sein, aber ihr habt überall Totenköpfe drauf. Ach, das? Ja. Das ist extra, okay. Nein, das ist der gute alte Punisher. Das gehört zum guten Ton. Ah. Ist er da, Schlüssel? Punisher. Das ist der Punisher. Das hat nichts mit den Fahrzeugen zu tun. Ist er da, der Schlüssel? Bitte? Ist er da, der Schlüssel? Der Schlüssel ist da, ja. Wir sind schon fleißig am Aufmachen. Ne? Wir schauen jetzt mal rundherum. So. Vorne können wir schon mal reinschauen. Ja, komm. Dann machen wir das. Denn ihr habt das so schön gefertigt. Das ist aus Alu? Oder was ist das? Das Alu, das ist aber Krug. Das ist genau das, was ich gerade erwähnt habe. Wir konzentrieren uns auf die Fahrerseite mit Technik und Tank und auf den Hecktank
Alles andere zwischen den Achsen überlassen wir den Kabinenbauern, weil es da oft Kollisionen gibt bei der Baugruppenplanung. Ne? Die Natur will rein, der ist kalt. Nein! Ja, Standardheizung haben wir schon mal vorglühen lassen. Ja. Nein, aber damit wir auch hier vom Design und von den Baugruppen eben ein geschlossenes ästhetisches Erscheinungsbild bekommen, ist es ganz gut, wenn jeder seine Seite plant. Ne? Und das ist hier Hand in Hand mit Krug gelaufen. Das ist ein tolles Element geworden. Zeig's mal. Es ist wenig aufgeräumt, ja, aber nee, das macht ja nichts. Man sieht zumindest, es ist jede Menge Platz drin. Ja. Da gehört natürlich dann noch ein Staukastensystem oder irgendwas rein. Ja. Das Fahrzeug ist frisch fertig geworden. Es ist noch nicht komplett fertig, Heckträger fehlt noch und so weiter. Aber und natürlich multifunktionell, das heißt, du kannst das hier auch mal zum Frühstücken benutzen als Ablage? Könnte man, ja. Klar, na klar, das kann man machen. Ja, da kommen wir natürlich. Muss man nicht. Ja. Natürlich für Stühle, Tische, Werkzeugkasten und so weiter, überall Platz. Das, wie gesagt, ist jetzt noch nicht so, wie es letzten Endes zum Reisen vielleicht erforderlich wäre, von der Ordnung her, vom Sortieren. Aber man sieht, was man für ein Riesenvolumen hat in so einem Fahrzeug. Ne? Ich zeig mal gerade die Treppe. Die ist selbst gebaut, die Treppe? Die ist von Krug, aber die ist hydraulisch, so wie ich sehe. Elektrisch. Per Schlüssel reinziehbar. Das hat den Vorteil eben, wenn ich abends mich in die Kabine zurückziehe, dass ich von innen die Treppe hochfahren kann und mir nicht jeder an die Türklinke kommt. Ja. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mit deinen 52 Kilo mal gerade auf die Treppe steigst. Du bist heute wie groß? 1,75. Und mal gerade mal so ein kleines bisschen wippst, da passiert nichts, das ist Wahnsinn. Ja gut, das Fahrzeug wackelt ein bisschen durch den Hebel, aber ja, es ist normalerweise eine sehr, sehr stabile, gut gebaute Treppe. Ne? Sehr schön, also Stauraum, dann Stühle, Tische und so weiter kommen hier rein. Dann cool ist Außenküche. Das ist natürlich so ein kleines Highlight. Ne? Von Miele. Es sind Miele-Komponenten verbaut. Ne? Die Außenküche ist auch wieder von Krug gebaut. Also der wahnsinnigen Bereifung geschuldet sind wir hier natürlich von der von der Arbeitsfläche relativ hoch. Ja? Ich habe das wirklich auf einen Millimeter gefertigt. Das heißt, wenn du gerade nochmal zumachst, ich zeige mal gerade, wie nah das dran vorbeigeht. Das ist der Wahnsinn. Stefan? Ja, man kann es ja auch genau machen. Ne? Also, cool. Man hat noch einen Grill, den man hier außen anhängen kann. Man hat Wasser hier im Zugriff. Ne? Man hat hier eine Dusche, man hat hier einen Anschluss für Außendusche und so weiter. Kann sein Wasserhahn hier anschließen. Also ich kann hier wirklich spülen, ich kann hier grillen, ich habe hier ein Induktionskochfeld. Die Hauptenergiequelle von der Kabine ist Strom. Hat große Akkupakete, Lithium-Ionen, hat jede Menge Solarzellen auf dem Dach. Gaslos quasi. Dieses Fahrzeug ist gaslos, ja. Okay, das heißt, ich habe eine Dieselheizung mit drin. Haben wir auch, ganz klar. Ne? Da brauche ich auch, wenn es keine Sonne gibt, unter Umständen viel Energie. Und da ist Diesel, was ich ja in größeren Mengen sowieso dabei habe, die Nummer 1 an Energielieferant. Ja. Wird ja immer teurer, muss man sagen. Aber was soll's, man ist ja nicht zum Spaß hier. Wird teurer, ist so, aber da habe ich dann auch kein Verständnis für Rumgeheule, wer sich so ein Fahrzeug leisten kann als Spielzeug, der braucht sich nicht beschweren, wenn der Diesel 10 Cent teurer ist. Ich glaube, das tut dann irgendwie keinem weh. Ja, also. Sagt der Stefan zu Recht. Ich sag mal so, wichtig ist auch die entsprechende Bilanz. Das hier ist ja kein Nutzfahrzeug, was den ganzen Tag auf der Straße ist, sondern die Leute fahren ja zum Ziel, die fahren halt schon mal. Aber es ist nicht wie jetzt ein LKW, der Tag und Nacht seine Last transportiert. Meistens steht's, oder? Oder fährt es dauernd? Ja, das liegt am Kunden. Ja. Haben wir solche und solche, ganz klar. Aber das Fahrzeug muss ja nicht, jetzt muss ja kein Geld verdienen. Ne? Das heißt, wo ich meine Betriebsstunde gegenrechnen muss, ja, in Form von Verbrauch von Diesel. Und es ist absolut nachhaltig. Ja? Jetzt überlegt man, das Fahrzeug ist 86, muss nicht mehr neu gebaut werden. Also, da, oder? Das ist immer so ein Thema, was viele vergessen in der Argumentation.
Ja, der CO2-Rucksack, den das Fahrzeug bei seiner Produktion mal auf oder mitbekommen hat, der ist mittlerweile ganz, ganz klein, weil wir dem ein zweites Leben, eine zweite Chance gegeben haben. Und ich sag mal, die Fahrzeuge, die heute gebaut werden, unterstelle ich jetzt auch einfach mal, sind nicht für solche langen Nutzungszeiträume mehr gedacht. Ja, also durch diese viele Elektronik und was alles mitkommt. Ich muss sagen, das hast du lieb formuliert. Ja. Es gibt, also die Fahrzeuge, die ich heute neu kaufe, die restauriere ich in 20 Jahren nicht mehr frame-off, weil, meine Meinung, weil diese ganzen Elektronikkomponenten dermaßen viele Probleme machen in 20 Jahren, dass ich da auch vielleicht gar keinen Ersatz mehr bekomme. Man merkt es ja heute schon, ja, da gehen 500 Lampen an, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Das interessiert so ein Fahrzeug einfach nicht. Das funktioniert. Stefan, wenn du mal gerade das nochmal reinschiebst, unten drunter war ja noch Miele, weil die ganzen Männer werden jetzt verrückt, sobald die Miele sehen, fängt das Männerherz an zu kochen. So, drunter hast du nämlich noch ein zweites Schwerlastsystem. Ist auch schön gemacht, wie du das hier einrastest. Das hat Krug gut gemacht, oder? Ja, gut. Natürlich muss ich das alles selbst verriegeln. Ja, es kann ja nichts an dem Fahrzeug rumklappern, wenn ich den wirklich Offroad nutze. Ja. Kann man es nicht gebrauchen, dass ich die Komponenten die, in irgendeiner Staukiste dann selbst zerlegen. Ja. Bitteschön. Das Teil zieh ich einfach raus. Das ist wahrscheinlich eine Miele Fritteuse. Ah, nee, doch nicht. Ein Grill. Wow. Das bräuchte ich vier Hände, weil das zieht man eigentlich schwer. Achtung. Ist er heiß? Nein, ist nicht heiß. Das ist ein Elektrogrill. Ja. Lavastein. Jetzt machen wir es mal richtig. Ne? Ja. So, jetzt klappt man das auf. Ach, der Grill kommt rechts hin. Verstehe. Ach, der wird da ein. Nein! Warte, langsam. Stopp, nochmal zurück. Ich muss das zeigen. So? Boah, ist das sexy. Ist das gut gemacht? Ich habe einen 230 Volt Anschluss, habe hier meine Steckdose hier drin, ja, und dann habe ich hier meinen Grill. Ja, dann habe ich hier mein Induktionsfeld, wo ich noch irgendwelche Nudeln oder Kartoffeln mehr braten kann. Ja, habe mein Wasser und kann hier draußen kochen, wenn das Wetter super ist. Ja. Toll. So, die Standheizung läuft, wir gehen die mal gucken. Denn ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das ist übrigens der Auspuff, da habe ich es direkt dran gesehen. Kommt auch an der Stelle raus, wo es nicht direkt wieder reinzieht. Ja. So, was ist hier drin? Das ist die Standheizung, die quasi die Fußbodenheizung von dem Fahrzeug wärmt. Also wir haben eine Luftheizung im Fahrzeug drin und wir haben eine Fußbodenheizung. Die eine ist ein bisschen träger, die Fußbodenheizung, und die Luftheizung ist dafür da, wenn ich das Fahrzeug mal schnell hochheizen will. Aber wie gesagt, Energiequelle ist Diesel, habe ich sowieso an Bord. Natürlich habe ich eine gewisse Geräuschkulisse von so einer Heizung, aber dafür gibt es entsprechende Ansaugschalldämpfer etc., wo man das ein bisschen ist leise minimieren also, kann. Ich habe sie draußen kaum gehört, muss ich sagen. Außerdem ist sie ja nochmal zusätzlich entkoppelt. Ist entkoppelt, ne? Weil man schläft ja letzten Endes hier oben drüber, aber ich habe den Stauraum dazwischen und Geräuschkulisse. Gibt es ganz andere, die deutlich lauter sind. Fußbodenheizung funktioniert wie? Mit Luft oder mit Wasser? Mit Wasser. Ja. Das heißt, ich habe eine Warmwasser-Fußbodenheizung drin. Das ist ja Luxus in einem Offroad-Fahrzeug, oder? Na gut, wie gesagt, also Krug hat da auch nicht hinterm Berg gehalten, sondern hat hier auch Gas gegeben. Ne? Das ist eine Webasto, muss man sagen. Die findet also so auch in Nutzfahrzeugen statt, Polizei, egal was. Ja, ist ein guter Standard. Ja, also man muss ja nicht auch immer das Rad neu erfinden und hochexotische Sachen verbauen, sondern bei Sachen, die funktionieren müssen, ist es ja auch mal nett, auf ein standardisiertes Produkt zurückzugreifen, was einfach funktioniert. Wie zum Beispiel diese Kupplung? Das ist eine reine Schleppkupplung. Ja, ist nicht für einen Anhängerbetrieb geeignet. Beziehungsweise zugelassen, aber ich brauche irgendwo vorne und hinten am Fahrzeug einen Punkt, wo ich ein anderes Fahrzeug bergen kann. Oder so, das ist dafür zugelassen. Das heißt, die normalen Kupplungen darf man ja nicht dafür verwenden. Könnte man auch, aber die ist einfach leichter. Also eine Anhängerkupplung, die hat ihre 25, 30 Kilo. So, es ist deutlich leichter, kann meine 12 Tonnen dranhängen. Alles gut. Ja. Ist aber im Prinzip ist alles dran, damit du noch einen Anhänger ziehen könntest, oder? Die Luft ist dran. Die Luftanschlüsse sind dran für die Hängerbremse. Das haben wir gelassen. Durch Adapter kann ich hier zum Beispiel auch dann Reifendruckschläuche anschließen oder sonst irgendwas. Ja. Also ich kann hier Luft abzweigen. Das funktioniert. So, da ist noch ein Rohr. Ich nehme an, das ist zur Entsorgung, oder? Grauwasserentsorgung, genau.
Der hat eine Trockentrenntoilette, deswegen gibt es keinen Schwarzwassertank. Aber das ist fürs Grauwasser, ne? Duschen, Waschbecken, dass ich das entsprechend ablassen kann. Wow, ich bin echt begeistert. Hier, was ist da drunter? Der Schlauch? Ja, genau. Wenn man das verlängern will, ne, oft, wenn man mal auf dem Campingplatz ist oder muss genau einen Gulli treffen, dass das hier nicht wild irgendwie rausläuft, sondern dass ich das bis 10 cm über dem Boden quasi nochmal in einem Schlauch führe, dass ich nicht alles einsaue, wenn ich dieses Wasser entsorge. Ja. LED hast du verbaut. Da gibt es auch ein H-Kennzeichen für? Nein. War jetzt nicht der Anspruch, hier ein H-Kennzeichen drauf zu bekommen. Das Fahrzeug habe ich so gebaut, wie ich es haben wollte. Ja. Sau geil. Also, das war nicht der Anspruch, ein H-Kennzeichen zu kriegen. Aber du hast es cool gemacht. Du hast oben dran, hast du natürlich eine Rückfahrkamera dran. Rundum hast du auch? 360-Grad-Kamerasystem sogar dran. Ist ganz gut. Wenn man mal alleine ohne Einweiser, was man so mal ja nicht machen soll, fährt, ist das System ganz gut. Ne? Aber da siehst du wirklich jeden Stein liegen, wo du fährst. Und eine kleine Lampe hast du dran. Ja, gut. Das ist Kabinenbauerarbeit gewesen. Wir haben rundherum Lampen und Licht, dass ich auch im Dunkeln mal, wenn ich am Fahrzeug arbeiten muss oder was be- oder entladen will oder einfach hier ums Fahrzeug nochmal lauf abends, dass ich Licht habe. Ja, und zwar ausreichend. So, Fenster und Sicherheit, da kommt wieder Kuck ans Spiel. Das heißt, alles ist ordentlich. Du hast normale Schlösser wie zu Hause. So einfach kommst du hier nicht rein, ne? Das sind Sicherheitsschlösser, genau. Das ist auf einem sehr, sehr hohen Standard, mehrfach verriegelt. Alles, alle Kloppen, alle Türen. Da sind wir schon auf dem Haustürstandard vom normalen Haus. Ja, das ist top. So, dann gehen wir mal rein, denn das ist ja alles noch deine Spielwiese hier, das, was du zu verantworten hast. Jetzt muss ich ja irgendwie hochkommen, jetzt überlege ich gerade wie. Das heißt, genau. Auch das Fahrerhaus haben wir natürlich komplett ab Null, da haben wir die Rohkarosse nochmal aufgebaut. Hier sieht man Sven einsteigen. Das heißt, klar haben wir vom Grunddesign das alte charmante Fahrerhaus gelassen. Ja, wir bauen jetzt hier keine LCD-Displays oder irgendwas ein. Aber die Modernisierung ist zu sehen. Ja. So, ich schicke dich mal gerade ins Fahrerhaus. Shenandoah, du kommst auch mal hoch. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Ich muss mal gerade hier die Hand tauschen, dass wir da sind. Ich zeig mal gerade, wie sie sich hier rein bemüht. Genau, steig mal drüber. Ja, es geht schon. Hier waren ja früher auch Truppentransporter drin, die hatten auch Schalensitze früher bei den Truppen. Ich zeig mal gerade die Schalensitze, wie... Boah, ist da Platz? Auch, ja, auf jeden Fall. Nein, da muss ich einhaken. Du musst einhaken. Ja, also, das Fahrerhaus war ursprünglich ein Zweisitzer. Ja. Das heißt, wir beide hätten jetzt hier unseren Platz gehabt. Die Sitze hier gab es damals nicht. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Dokart ausgebaut, eine Doppelkabine. Mit dem Anspruch, dass Kinder hinten mitreisen können. Wir bieten drei Stufen der Verlängerung an. Es geht auch noch länger, dass auch Erwachsene wirklich auf langen Strecken sehr bequem hier sitzen können. Hier war der Anspruch, dass Kinder sitzen können. Ja, okay. Und das ist voll und ganz in Ordnung, ja, auch auf langen Strecken hier. Mhm. Ich sag mal, bis 1,70 Meter kann man hier super sitzen. Wir haben einen Durchstieg, dass wir auch direkt zur Kabine nach hinten gehen können und auch umgekehrt, zum Beispiel nachts von der Kabine ins Fahrerhaus, wenn man mal seinen Standort verlassen muss oder irgendwas. Ja, kann man jederzeit, ohne das Fahrzeug nach außen zu verlassen, ins Fahrerhaus rein und kann mit dem Fahrzeug wegfahren. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, das Fahrerhaus sehr, sehr stark umgebaut durch diese Verlängerung. Haben es natürlich modernisiert, geräuschgedämmt, enorm geräuschgedämmt. Also es ist ein sehr, sehr leises Fahrzeug. Normalerweise extrem laut. Das heißt, du brauchst fast einen Kopfhörer. Also der 12M18 ist von Natur aus schon recht leise für das Baujahr, für den Anspruch, für den er gebaut wurde. Also gibt es deutlich lautere Fahrzeuge, Unimog zum Beispiel. Ja. Also der Steyr ist schon da ganz weit vorne. Aber natürlich, wenn man hier an der Rohkarosse anfängt, das Fahrzeug neu aufzubauen, ist hier jede Ecke, jeder Winkel, alles gedämmt, beschichtet. Ist ein sehr, sehr leises Fahrzeug, wo ich lange, lange mit einer hohen Geschwindigkeit fahren kann, ohne dass mich das stört. Das Fahrzeug hat jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 140 km/h. Das heißt, Reisegeschwindigkeit 90 bis 100 fahre ich in einem guten Drehzahlbereich mit einem geringen Verbrauch und einer geringen Geräuschemission. Also da kann man wirklich mit reisen.
das ist alles auf einem sehr, sehr guten Standard. Ja. Stefan, wenn das hier jetzt die Firma Steyr sieht, die es ja noch gibt, oder? Pro Steyr gibt es noch? Gibt es noch. Diese Baureihe wurde aber schon lange eingestellt. Die Baureihe wurde an MAN verkauft oder übernommen. Der wurde den L2000 darauf noch lange Zeit produziert. Das sieht man noch am Fahrerhaus. Das ist, sagen wir mal, zu 95% gleich. Aber ja, deine Frage, wenn Steyr das sehen würde? Wenn Steyr das sehen würde und die Entwickler von diesem Fahrzeug hier sehen, dass es im Jahr 2021 ein Auto gibt, das so hätte neu vom Band laufen können, 2021. Das heißt, du zeigst ja eigentlich dieses Auto in der Retroperspektive heute. Es könnte ja so noch gebaut werden, theoretisch. Also diese Retro-Modelle sind ja ganz hip gerade, ja, überall. Aber sicher hätten die ein bisschen was geändert, ne? Weil man inzwischen andere technische Module hat. Und die fangen an zu weinen, wenn die das sehen. Du hast neue Sitze. Das Ding sieht aus wie neu. Ich zeige nur mal gerade, das Lenkrad ist beledert. Das war wahrscheinlich im Original auch nicht so, oder? Nein. Na klar. Wir haben auch, wie gesagt, auch wieder hier dieses ganze Molle-Türsystem überall vorne, hinten, dass man auch wieder seine Taschen mitnehmen kann. Also wir haben auch wieder weitergedacht. Wir haben eine Mittelkonsole entwickelt, wo man sein Material ablegen kann und so weiter. Das gab es natürlich nicht. Wir haben eine Dachkonsole. Ja, wir können hier natürlich auch dann modernere Navigations- oder Multimedia-Systeme einbauen. Also wir wollen uns nicht der Moderne oder der Entwicklung oder dem Komfort verweigern, auf gar keinen Fall. Aber wir wollen dieses Ursprüngliche und dieses Robuste und dieses extrem Zuverlässige von dem Ursprungsfahrzeug erhalten. Ja, das kombinieren wir mit dem Anspruch von Ergonomie und Moderne. Ja, also da haben wir den Bogen quasi geschlagen. Ja, auch so. Klimaanlage hier drin. Also hier ist nichts, was man vermissen würde. Ja, moderne ergonomische Sitze. Hm. Und dann vielleicht nochmal zu der Geschichte. Das Fahrerhaus wurde von Pininfarina designt, ja, ein bekannter Designer, der auch für Ferrari gearbeitet hat. Das ist eins der ersten Fahrerhäuser für einen LKW, welches nach ergonomischen Gesichtspunkten designt wurde. Ja, es wurde immer gebaut in der Industrie nach dem Anspruch, ja, der Kieskutscher oder der Baustellen-LKW, der muss funktional sein. Der LKW-Fahrer war 2 Meter hoch und 130 Kilo Kampfgewicht. Da war alles noch rough und schwer, große Schalter, lange Schaltwege, alles ein bisschen schwerer und gröber. Hier wurde erstmalig ein anderer Anspruch mit eingebracht, nämlich der Anspruch der Ergonomie. Der Ergonomie am Arbeitsplatz und auch eine ganz andere Federführung in der Form und Designsprache. Dieses Fahrerhaus, wie du ja selbst gesehen hast, vermittelt nicht den Eindruck, ich sitze hier in einem Oldtimer, der über 30 Jahre alt ist, sondern das Design von dem Grundkorpus des Fahrerhauses ist schon fast zeitlos. Man sieht diesem Fahrzeug das Alter nicht an. Und das war natürlich auch wieder natürlich eine ideale Vorlage, um daraus was zu bauen, was aktuell vom ästhetischen Anspruch noch funktioniert. Ja? Wenn ich das Fahrzeug neben ein modernes, was gerade neu vom Band läuft, stelle, bin ich nicht weit davon entfernt. Ja, Gänge insgesamt, 8 Gänge vorwärts. Ich habe keine Zwischengänge. 9 Gänge vorwärts. 9. Crawler ist noch das ist der Kriechgang. Das ist der kleinste Vorwärtsgang, den ich habe. Okay. Rückwärtsgang, also insgesamt 10 Gänge. Ich habe allerdings eine Geländereduktion. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja. Das heißt, wenn ich die Geländereduktion nicht aktiviere, habe ich 10 Gänge, 9 Vorwärtsgänge, einen Rückwärtsgang im Straßenbetrieb. Das heißt, ich habe permanenten Allradantrieb, aber ca. 60% Antrieb auf der Hinterachse, 40% vorne, circa. Aktiviere ich die Geländereduktion, verteile ich die Kraft vom Motor gleichmäßig auf die Achsen. 50-50, aber, jetzt kommt's, ohne das Mitteldifferenzial zu sperren, was bei vielen Fahrzeugen der Fall ist. Das heißt, dann kann ich keine engen Kurven mehr fahren. Kann ich hier trotzdem. Ne? Gleiche Kraftverteilung, aber ich habe den kleinen Wendekreis von knapp über 14 Metern. Dann
habe ich noch drei Sperren, die ich unabhängig voneinander sperre. Ich zeig dir mal gerade, soll das mal sehen. Ja, das heißt, ich habe meine Aktsperre Front mit hinten. Ja, die Frontsperre geht nur in Verbindung mit der Geländereduktion, um eine Fehlbedienung auszuschließen. Das heißt, wenn ich auf dem festen Untergrund das Frontdifferential sperren würde, kann ich keine Kurve mehr fahren. Und das war schon damals so die Schalter? War schon damals so, die Schalter. Ja. Was wir jetzt alles ergänzen, LEDs, Tankanzeigen und so weiter, ergänzen wir mit den alten Schaltern im alten Design, um hier nicht, sagen wir mal, das Grundkonzept zu stören. Ja, also das sind wir der Geschichte schuldig, das behalten wir bei. Wir wollten hier keine hypermodernen Schalter haben, aber wir bringen alles auf ein Nenner. Ja. Ein Nenner, ja, genau. Nicht so eine Schalterausstellung mit fünf verschiedenen. Ja. Verstehe. So, wir gehen am besten mal raus. Luftdruck, da vorne, du hast es ja eben schon erzählt, das ist eine Teils-Teils-Bremse. Wenn nämlich Handbremse ist immer nur Luftdruck, ja aber die Fußbremse geht ab dem Pedal hydraulisch bis zum Hauptbremszylinder, wird dort auf Luft umgesetzt. Wenn ich jetzt bergab fahre, habe ich da auch eine Staudruckbremse oder sowas? Entschuldigung, Bremse ist genau andersrum. Ja. Ab Pedal Luftdruck bis zum Hauptbremszylinder, dann hydraulisch. So, ja, das ist nicht so schlimm. sie bremst auf jeden Fall. Ja, sie bremst sehr gut, ja, das macht sie top. Staudruckbremse, gibt es das? Staudruckbremse habe ich auch, ne? Habe ich hier unten diesen kleinen Knopf zu meinem linken Fuß. Ja. Ja. Ist nicht so super effektiv wie ein Retarder. Ja. Sie ist da. Ja, dient ja dazu, dass ich bei langen Bergabfahrten einfach noch eine gewisse Bremsunterstützung habe. Sie ist aber vorhanden. Ab Werk war das damals schon so. Ja. So, und die Aufbauklimaanlage von, was ist das für eine? Baikul. Genau. Ist ursprünglich gebaut für Landmaschinen und Baumaschinen, die quasi unter extremen Bedingungen, das heißt, okay, das heißt Vibration, es darf, genau, Schmutz, Arbeiten. Das, ja. Genau. Wir haben verschiedene Klimaanlagen getestet, die man upgraden kann für LKWs. Die haben aber einen anderen Nutzungsanspruch. Die sind nicht für diese Belastungen ausgelegt. Das heißt, wir sind bei diesem Hersteller gelandet, weil es einfach zum Einsatzzweck passt. Ne? Vibrationen, ne? Enorme Belastungen auch teilweise durch Querbeschleunigen und so weiter. Das können andere Anlagen nicht so gut. Ja. Sehr schön. So, ich gehe mal runter, wir gehen mal rein in die Kabine. Da vorne ist noch das Staufach. Hast du es entdeckt? Ich suche halt. Warte mal kurz, ich guck mal gerade. Nee, lieber nicht. Die Leute kriegen Angst. Was? Ich nehme sie jetzt gleich ab. Sobald sie mein Gesicht sehen. Ob ich hier runterkomme? Shenandoah, du nimmst doch die Kamera. Ja. Ich kann beides nehmen. Super. Ja, das ist ja mal live hier. Ja, ist schön hier. Also, die ist natürlich auch gesetzt, die Messe für euch hier, oder? Ja, also es ist schon nett, mal wieder auf einer Messe zu stehen. Ne, letztes Jahr ist sie ausgefallen. Und ganz klar wollen wir natürlich auch zeigen, was wir hier immer wieder entwickeln, bauen und den Kunden quasi anbieten können. Ja. Preis hier von dem Fahrzeug, wie es hier steht? Was denkst du ungefähr? Knapp über 500.000. Knapp über 500, inklusive Steuer. Inklusive Steuer, ja. Wobei der Löwenanteil immer an so eine Kabine entfällt. Aber das Fahrzeug selbst jetzt, wenn du eins kriegst, sind die noch verfügbar eigentlich, die Fahrzeuge? Ja, gibt es noch beim Militär, sind noch im Einsatz. Wir haben natürlich auch immer einen Lagerbestand, wenn ein Kunde bei uns ein Fahrzeug bestellt. Dauer? Wie lange dauert das? Knapp über 2 Jahre ist die Lieferzeit. Wenn ich mir so ein Fahrzeug jetzt kaufen möchte, ohne Kabine, einfach nur, weil ich sonntags mal damit fahren möchte, geht das auch? Geht auch, ja. Dann kann man den auch in einer anderen Variante kaufen. Dann muss man den Kritsche. Nicht so teuer, genau. Dann kriegt man auch noch ein H-Kennzeichen. Ja, dann kann man auch nach Stuttgart zum Eisessen noch fahren morgens, ja. Wenn es einem danach ist. Dann nimmt man noch in grün und original. Bei so einer Geschichte hat man ein anderes Budget anzulegen, ja. So, dann gehen wir mal rein. Geh mal raus. Genau, ich zeig mal gerade, wie schön man hier rausgeht. Geht schon, ein Handlauf, dafür hat es nicht mehr gereicht, oder?
War hier nicht der Anspruch. Findet man kaum an Fahrzeugen. Bei Offroad, das war ein Scherz. Ja, also wir sind schon berührungslos mit der Treppe. Ne? Also ich finde es ganz gut, dass die Treppe nicht den Boden berührt. Kann ich bei jeder Lage, auch wenn mal Steine oder unebenes Gelände im Weg ist, kann ich die Treppe ausfahren. Aber was ist hier gedacht für hier oben drauf? Was kann man drauf machen? Ein Reserverad? Kann man wegen der Klimaanlage kein Reserverad. Reserverad würde auf den Heckträger kommen, aber man kann diverse Staukisten draufstellen. Man kann den erklimmen, um eben von oben auch mal Bilder zu machen und so weiter. Ja. Deswegen haben wir den Zugang geschaffen, dass man hier relativ easy hoch kann. Man muss mal die Solarzellen putzen und so weiter. Also man hat den Aufstieg auch auf die Kabine in der Tat da hoch. So, das hier ist nochmal eine Mehrpunktverriegelung, die drin ist. Das heißt, die Tür ist ein schlechter Ort zum Reingehen. Ja. Wenn man einbrechen will. Wenn man illegal eindringen will, ist das ein schlechter Ort, ja genau. Und die ist auch dann auch, weil ich habe natürlich hier eine Höhe von fast 3 Meter bei so einem Fenster. Ne? Und noch Hartglasfenster, nehme ich an. Ja, und da ist natürlich auch. So, jetzt warte mal, ich putze mal hier ordentlich ab. Das wird da mal reingehen. Die Shenandoah hat übrigens, die wird ja gleich mal das Bett testen. Ich will dich ja nicht reduzieren aufs Bett. Die Leute fragen übrigens immer, was ist deine Aufgabe? Haben die ganz oft drunter geschrieben. Maßband. Du bist das weibliche Maßband. Schlafende menschliche Maßband. Ja. Nee, weil die Leute immer sagen, das ist doch, es geht doch gar nicht, hol doch einen Mann. Und da habe ich überlegt, ey, da hätten wir hier nur Männer hier im Video, das geht ja gar nicht. Du könntest ja mal filmen, ja. Und dann leg ich mich mal aufs Bett. Als du hochgegangen bist. Ja, stimmt. Hier. Da vorne ist Edelstahl, das ist auch ziemlich cool. Edelstahl oder Alu? Was ist das? Wo sind wir gerade? Bei dem Dingsbums Rahmen. Der Rahmen, die Verschlüsse meinst du? Ja. Oder? Ach so, der Rahmen hier außen. Ja, ist Edelstahl. Ja. So, das heißt auch hier wäre man mit einer Flex schon ein bisschen dran. So, jetzt gucke ich mal gerade. Das kann man hochklappen. Ja, ich weiß nicht wie. Kann ich gleich vorführen. Ja, führt er gleich vor, bevor es zerlegt wird. So, erster Eindruck. Wahnsinn. Wow. Die kleine Eigentumswohnung. Übrigens, was hier gerade flackert, ist in echt nicht am Flackern, muss man auch sagen. Das ist der Bildwiederholungsfrequenz unserer Kamera geschuldet. Okay. Aber vielleicht machen wir das Licht einfach mal aus, dann wird es ein bisschen schöner. Genau, sei mal so lieb. Kann es auch hochdimmen, vielleicht ist ja, genau. Es Eck. Ist, probieren wir mal. Ist es meistens pulsweiten modelliert. Ja, es wird besser. Das ist weg. Ja, dann, ja, ist weg. Dann, okay. Weil alle Lampen hier drin sind dimmbar. Ja. Und dann stellen wir die alle mal kurz hoch. Jetzt ist weg. Hervorragend. Dann ist das ein bisschen angenehmer für die Zuschauer. Stefan, was hast du gelernt nochmal? Genau. Ich bin diplomierter Produktdesigner. Was ist denn das? Ja, das, was man eigentlich unter Designer versteht. Also Menschen, die Produkte von der äußeren Form her. Ivy gestalten. Zum Beispiel, Apple. So einer bist du. Ja, nein. Also eher Konsumgüter, Nutzungsgüter. Ja. Also Leute, die hier reinkommen, du hast den Innenraum nicht designt hier. Das ist nicht dein Ding. Er wurde nach meinen Vorgaben vom Layout gebaut. Ja, also wir haben ja mit Krug zusammengearbeitet. Mhm. Und da das mein Fahrzeug ist. Ist das schön geworden? Ja, das liegt im Auge des Betrachters, sagt man so schön, aber es ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Was schön ist der Kontrast aus diesem dunklen Holz, das ja gar nicht mehr so zum Einsatz kommt, aber hier eine ganz tolle Wertigkeit ausstrahlt. Ja, ich wollte, das ist wieder Geschmackssache, ganz klar, aber ich mag halt den Hell-Dunkel-Kontrast. Das ist meiner Meinung nach eine andere Wertigkeit als diese hellen Holztöne. Aber wie gesagt, das gefällt jedem anders und es ist zeitlos. Also dieses Hell-Dunkle mit Edelstahlelementen dazwischen, mit den Aluminium-Rollläden vorne dran, das ist ein tolles Gesamtlayout, ein tolles Design, ein zeitloses Design, kein Muster. Ja, jetzt ist hier wild alles reingeschmissen. Biobirnen von den eigenen Bäumen aus dem Odenwald. Sehr lecker. ja, aber es ist so geworden, wie ich es wollte. Viele haben gesagt, warum machst du denn das Auto so dunkel innen drin? Was muss denn da dunkles Holz rein? Das wirkt doch enger. Zugegeben, das ist so. Ne, es drückt ein bisschen mehr, wenn ich dunkle Oberflächen habe, aber es ist super gemütlich. Und wie gesagt, der Kontrast drehen, erst drehen, dann öffnen. Und der Kontrast zwischen hell und weiß, das gefällt mir halt eben. Ja? Und ich habe das Fahrzeug einfach mal so gebaut, wie ich es nutzen möchte. So, jetzt geht es ja demnächst auf große Reise. Die
die Voraussetzungen werden geschaffen und dann hast du die Möglichkeit, zum Beispiel wohin zu fahren? Wo könntest du hinfahren? Naja, man kann überall hinfahren. Ne? Beispiel, was wäre so dein Ziel? Island ist ein Ziel, Norwegen, Schweden. Also mich würde es jetzt erstmal in die nordischen Länder verschlagen. Ja. So, die Kaffeemaschine darf ja auch nicht fehlen. Hast du schon drin geschlafen? Ja, klar. Und wie schläft es so? Sehr gut, sehr angenehm, ja. So, ich nehme an, du brauchst ungefähr 3 Sekunden, um die Hubstützenanlage rauszufahren und das Fahrzeug zu nivellieren. Naja. Es hat keine. Genau, es hat keine. Man könnte das durch den Druck der großen Reifen quasi nivellieren, wenn man das will. Aber was ist da der Trick, wenn du jetzt hier quer schläfst? Das heißt, du fährst dann auf irgendwas drauf. Das ist ja hier bei dem Fahrzeug nicht ganz so einfach, da so einen Keil zu besorgen. Oder gibt es sowas? Ja, hat man mal. Hat genug Stauflächen, wo man ein bisschen Holz oder Keile mitnimmt. Da fährst du einfach drauf. Fährt man einfach drauf. Oder sucht sich einen Platz. Oder sucht sich einen Platz, der einigermaßen gerade ist, ist jetzt auch nicht so dramatisch, mal ein paar Grad schräg zu schlafen. Das ist, also du bist ja nicht so etabliert. Nee. Also ja, 2 Grad. Okay. So, da ist die Platte von Shenandoah. Er hat sie rausgefahren. Er hat einen Miele-Induktionsherd. Ich muss mal gerade gucken, wir haben fast eine Stunde schon rum und wir haben noch nicht mal den Innenraum gezeigt. Es ist so spannend, mit ihm zu reden. Er hat es aber drauf, oder? Ja, so ein bisschen. Total. Das ist okay, so der, haben wir schon. Die unsichtbare Verschlüsse, ne, finde ich ganz nett, dass man nicht so eine Verschlussausstellung in seiner Kabine hat. Ne. Und auch diese Linie nach hinten durch mit den Oberschränken, mit der Beleuchtung. Es gibt so eine, gibt einfach ja, ein schönes Design. Es ist aufgeräumt, es ist modern, aber es ist nicht aufdringlich. Es ist eine zeitlose Geschichte. So, du hast wahrscheinlich eine 230 Volt Lichtmaschine drin, natürlich. Nein, aber wir haben eine große Lichtmaschine, wir haben ein großes Solarpaket auf dem Dach. Wie viel habt ihr am Dach? Einspeisgröße, mindestens 800, ich glaube etwas mehr, ja. So, das Lithium-Paket ist von Victron Energy, was ziemlich cool ist. Da kann man natürlich auch Krug nochmal interviewen, na, weil die wissen genau, wie sie auch die Kabine. Ich habe auch versucht, dich einfach mal zu kriegen, ja, dass wir das irgendwie. Wichtig ist natürlich auch während der Fahrt. Zugeben, ne? Also beim Auto, man kann es mich nach jeder Schraube fragen. Aber hier habe ich auch, obwohl ich so ein bisschen Controller bin, muss ich zugeben, wenn es um so eine Arbeit geht. Achso, du bist der Nervige auf der Baustelle, oder? Ich bin der nervigste Mitarbeiter bei uns in der Firma für meine Mitarbeiter, ja, weil ich da ein bisschen penibel bin, was bei uns rausgeht. Aber hier. Gut, kommt ja auch aus Baden-Württemberg, muss man sagen. Das ist aus Hessen. Ist das Hessen noch? Ist Hessen, ja, ist Hessen, ja. In der Tat. Aber hier habe ich wirklich das Vertrauen mal zu Krug rüber gespielt und habe gesagt, habe mir grob die Hölzer rausgesucht und mein Layout und habe gesagt, baut mal, macht mal. Ne? Technik und so weiter interessiert mich nicht, seid ihr die Profis, baut ein schönes Auto. Deswegen kriegst du mich damit ein paar Details in der Tat noch. Shenandoah, steig mal bitte aus Bett. Ich was gesagt. Das ist wie früher bei der Derek. Ich habe übrigens die gleiche Fernbedienung für die Standheizung. Die bauen ja auch verschiedene Versionen, das ist wahrscheinlich die Dauerversion, die kannst du durchnudeln lassen. Ja, ja, genau, kannst du verschiedene Modis einstellen mit Zeitsteuerung, kannst durchlaufen lassen und so weiter. Ja. Oh, was von Energy, warte mal. Ja. Ja, dass man dann halt auch beim Schlafen mal ein bisschen Sternschnuppen beobachten kann. Ne? Wenn wir es jetzt mal ein bisschen romantisch werden lassen, ne? Kannst die Dachluke aufmachen. Du bist ein unglaublich romantischer Typ, oder? Total. Ich stelle mir das schon vor, mit ihm zu kuscheln. Kannst aussteigen, kannst auch mal aufs Dach hoch, ne? Ein paar Bilder von oben rausschießen. Fahrzeughöhe knapp über 3,70 Meter. Das heißt, du hast eine coole Perspektive auch mal über einen Platz, über einen Raum, über die Natur, wenn du von da oben mal raus fotografierst. So, jetzt hast du viel Stauraum. Ist das ein bisschen wenig oder kommst du klar? Das heißt, man muss sich ein bisschen reduzieren dann. Ich war nie mit unterwegs bis jetzt. Ne? Also wie gesagt, das Auto wurde jetzt gerade flammneu fertiggestellt. Der war noch nicht auf Reisen. Der hat jetzt seit der Restauration die dritte Messe jetzt gesehen. Er hat 2000 Kilometer auf der Uhr. Achso, das war immer Stück für Stück zu sehen, das Auto dann quasi. Der wurde erst, wie gesagt, dieses Jahr fertig und war jetzt in Friedrichshafen einmal für die SAP auf einer Softwaremesse und jetzt hier zum dritten Mal eben in Bad Kissingen. Aber er war noch nie auf Reisen. Ja. Mir persönlich langt genauso einfach, ja, weil ich
muss da jetzt nicht so viel mit einräumen. Ich will gerade die ganzen Schuhe, die ich schon mit hätte. Ja, genau, die brauchen schon alle Oberschränke für Schuhe oder sonst irgendwas. Ich kann mich da sehr runter reduzieren. Ja. Sehr schön. So, dann Vorhang wie in der First Class, der ist mit drin natürlich. Ja, der ist wirklich hundertprozentig blick- und lichtdicht. Finde ich ganz nett, weil abends in so einer Kabine, wenn man nicht alles ausmacht, doch da die eine oder andere LED noch leuchtet. Persönlich stört mich das. Mhm. Ich mache den Vorhang zu, alles gut. So, jetzt kann man diesen Tisch wahrscheinlich absenken. Tisch kann man absenken. Habe ich nochmal einen Schlafplatz für einen Erwachsenen oder zwei Kiddies. Das heißt, ich kann hier maximal mit 4 Personen in dem Fahrzeug schlafen. Deswegen auch nochmal einen Vorhang, so ein bisschen, um zu separieren, um zu abzutrennen. Und PlayStation ready, hast du schon direkt? Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. HDMI-Anschluss ist direkt mal da, 12 Volt ist da. Das heißt, der Fernseher ist vorgesehen, brauchst du aber gar nicht, weil man kann ja heute mit dem iPad alles machen. Genau, ist alles vorgesehen, ist aber ein Router drin. Ich hab meinen eigenen Hotspot hier. Ja, iPad ist, glaube ich, hier ein bisschen angebrachter. Ich kann hier mit arbeiten oder ein bisschen rumsurfen, kannst mit nach hinten ins Bett nehmen. Hier, was da drunter? Technik? Hier ist Technik. Boah. Hier sind die Akkus. Ja, weiter geht's hier hinten dran. Ja. Sollen wir zerlegen? Ja, ja, bitte, mach mal. Gut. Zerleg mal. Kriegst du das Bärenfellkissen? Ja, das ist schön weich. So, und dann? Kein echter Bär. Kein echter Bär. Hagelst jetzt wieder Kommentare. Das musste kein Bär leiden. So. Die kann man flitten, auch ganz gut, weil die fliegen beim Fahren einfach dann nicht rum. Mhm. Die habe ich sehr, sehr sauber. Mein ganzes Strommanagement. Okay, das heißt, der Master Switch, wenn du ihn abstellst, machst du ihn zweimal rum, das war's. Genau, kann ich hier machen, kann ich aber auch über das Display hier aus von außen machen. Das heißt, wenn ich mal schnell alles runterfahren will, muss ich hier nicht die Kiste aufmachen. Ja, geht auch vom Display aus. So, sehr sauber gebaut, sehr schön aufgeräumt. Also da bin ich auch ein bisschen pedantisch, muss ich sagen. Ne? Also. Ja, ich will dich auf meiner Baustelle nicht haben. Aber das haben sie, ist nicht unsere Baustelle hier gewesen, aber das haben sie toll gemacht, die Jungs von Krug. Ja. So, das sind so Boxen. Das Coole ist, die kann man tauschen. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist modular aufgebaut. Sollte mal was kaputt gehen. Dann Victron Energy, kommt aus dem Schiffsbereich, kriegt man an jedem größeren Hafen. Das heißt, kriegst du überall oder nicht? Vermutlich. Ich hatte diesen Fall noch nicht. Ne? So, aber wenn du mal eine Notdurft hast, ja, das heißt, du musst mal dringend auf Toilette, gehst du immer in den Wald oder hast du sowas wie ein Bad? Ja, wir gehen immer in den Wald. Nein, Spaß. Also so ein Fahrzeug ohne Bad wäre natürlich irgendwie am Thema völlig vorbei. Ja. Sag mal bitte. Ich mal hier die Arbeitsfläche runter. Die Leute stehen uns schon wieder Schlange bei deinem Auto. So, Bad, ich lasse dich mal vor, dann wird jetzt ein bisschen, ist zwar ein sehr, sehr großes Bad, aber... Ich lasse mal die Schindler-Dora vor, weil die ist Spezialistin im Bartesten. Du bist Schauspielerin, muss man direkt mal sagen. Genau. Wir haben dich hier gecastet, damit du deine 1 Meter, was bist du? 75. So, die Schuhhöhe von deinen Schuhen, 4-5 Zentimeter? Ja, weniger. Maximal. Okay, das heißt 1 Meter, genau, wenn du mal gerade mit der Hand nochmal machst, einmal den da, also 2 Meter Stehhöhe. Etwas drüber, ja. Also im Bad nicht, ne, weil wir einen doppelten Boden haben, weil wir haben ja eine Linienentwässerung. Eine was? Eine Linienentwässerung. Das heißt, egal wie schief das Fahrzeug steht, an jeder Seite kann das Wasser ablaufen. Sowohl zum Thema zu deinem gerade Parken musst du hier nicht zwingend, weil es gibt Fahrzeuge, die haben nur einen Ablauf in der Ecke. Und wenn du genau falsch rumstehst, läuft dir das Wasser in den Innenraum und nicht durch den Abfluss raus. Hier geht es eben außenrum durch die Linie. Du selbst hast Kinder? Ja, eine Tochter. Eine Tochter. Alter? Amira ist 9. 9, also das heißt, die fährt auch schon mal mit. Dann in Europa-Park, wenn ihr dann fahrt auf dem Campingplatz. Im Europa-Park, ja. Da wird es uns nicht hinverschlagen mit dem Fahrzeug, ja. Aber sie fährt dann auch mal mit. Ist das ein Riesenspaß dran? Ist das, wenn man da so jemand hat, so wie dich, zieht es dann dauernd in den Wald und schnitzen und. Also, im Odenwald ist es schon recht ländlich. Ne? Wir sind da schon. Ganz im Grün, ne? Also von der Natur her sind wir ganz weit vorne, da wo wir schon wohnen. Da machen andere Urlaub. Deswegen wegen Schnitzen in den Wald fahren brauche ich nicht. Ne? Da gehe ich aus der Haustür raus. So, jetzt ist der Durchstieg, hat keine wie nennt man das nochmal? Keinen. Oder kriegt noch? Bisschen untypisch. Ja. Bisschen untypisch. Er hat keinen Gummibalk. Ja. Ja.
hat den Hintergrund, ich wollte das Fahrzeug sehr kompakt bauen. Das heißt, wenn ich diesen Gummibalk haben will, muss ich immer 20-25 cm mindestens Abstand haben zwischen dem Fahrerhaus und der Wohnkabine. Wir haben hier 10 cm nur Abstand, also konnten sehr, sehr kompakt zusammengehen. Dann geht das mit der Montage von dem Gummibalk nicht. Ist natürlich auch super zum Lüften. Er bekommt jetzt oben drüber noch so ein Gummidach einfach, dass ich, wenn ich durchkletter und es regnet, nicht nass werde. Aber ansonsten brauche ich diesen Gummibalk, diese Verbindung nicht. Wir haben auch eine elektrohydraulische Kippeinheit fürs Fahrerhaus. Das heißt, ich kippe das Fahrerhaus vom LKW per Fernbedienung. Im Notfall unter Stress ist das eine super Sache. Muss aber dann auch nicht die Verbindung zwischen Fahrerhaus und Kabine lösen. Im Stress, wie gesagt, wenn ich auf der Autobahn hätte mal irgendwie eine Panne, wäre das super nervig und kostet mich viel Zeit. Ich kann noch mal innen aufmachen, da können wir mal zeigen, wie es ist, wenn du da durchkletterst. Mach mal. Ist interessant. Denn der Vorteil ist natürlich, wenn du da mal wirklich mit der Fähre fährst, du kannst das extrem gut verriegeln. Ja, ist von beiden Seiten abschließbar. Das heißt, ich kann wirklich jeden von jeder Seite aus sperren. So, wenn du nicht gerade ein Baby bist, dann kannst du hier auch nicht mehr durchrutschen. Das geht gar nicht. So, und es ist problemlos. Ist ein relativ großer Einstieg. Also da habe ich schon kleinere gesehen. Es gibt deutlich kleinere, es gibt auch größere, ne? Aber das ist ein guter Standard, wo man, wenn man körperlich noch fit ist, einigermaßen durchkommt. Ja. Warte, ich zeig dich mal gerade. Genau, körperlich fit. So, also, mal gerade noch mal zumachen, wenn es regnet. Nicht, dass, ja. Viele haben ja einen Hund. Und das Fahrzeug ist schon recht hoch vorne. Ne? Das ist ein Offroad-Fahrzeug. Man besteigt dieses Fahrzeug nicht so einfach wie ein Sprinter. Es ist einfach so. Das heißt, ich hab auch so eine Art Barriere für einen großen Hund zum Beispiel. Wenn der Hund 60 Kilo hat, ist es total nervig, den da hoch und runter zu bekommen. Gerade wenn er nicht mitarbeitet, dann wiegt er nämlich 100 Kilo. Okay. Das ist heißt, ja sowieso... Entschuldigung. Ja, das heißt, ich kann den Hund durch diese bequeme Treppe, ist auch vom Winkel vernünftig, dass ein Hund da hoch und runter laufen kann. Ich kann den Hund durch die Treppe reinbringen und lasse ihn einfach hier durchhüpfen. Mhm. Haben meine Hunde problemlos gemacht. Alles super, sie sind vorne dabei, sie können in der Mitte liegen. Du hast was für Hunde? Hatte, Dobermänner, leider hatte. Aber man hat ja auch echt für zwei Hunde noch Platz. Ja? Weil, wie gesagt, das ist was immer wieder stattfindet. Ich zeig mal was. Wir sind jetzt bei einer Stunde und einer Minute. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber wir haben ja keine Zeit. Ja, ja. Deswegen werden wir gleich noch ein bisschen Call to Action für dich machen, weil du so nett warst. Werden wir mal einen kleinen Kaufhinweis für dich geben. Denn die ganzen Leute haben jetzt schon ihr Scheckbuch bereit, um dir die erforderliche Anzahlung leisten zu können. Denn wenn du anfängst zu bauen, wirst du wahrscheinlich eine kleine Anzahlung verlangen. Wir machen das anders. Alles. Wenn jemand bei uns, also wenn sich jemand für die Zusammenarbeit entscheidet und von uns so ein Fahrzeug gebaut haben möchte, kauft er von uns zum Einstieg einen Steyr 12 im 18. Das heißt, er leistet keine Anzahlung auf eine Dienstleistung, die irgendwann in ein paar Jahren stattfindet, was mir persönlich als Kunde irgendwie ja, Unbehagen mit auf den Weg geben würde, weil ich habe einen Vertrag, aber ich habe keine Gegenleistung erhalten für mein Geld und warte jahrelang auf ein Produkt. Bei uns kauft er einen LKW und bekommt seine Fahrzeugpapiere und nimmt den LKW von mir aus mit. Das heißt, er hat zu dem Wert von 30.000 Euro, das ist bei uns der Einstieg, seinen Steyr 12 im 18 gekauft. Das entspricht dem Marktwert des Fahrzeuges und er ist somit safe, was seine Erstinvestition anbelangt. Ja? Er hat einen LKW gekauft. Sehr schön. Parallel dazu gibt es einen Vertrag, wo natürlich die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Wir geben auch eine Preisgarantie. Wenn jemand bei uns ein Fahrzeug bestellt, bezahlt er in zwei oder drei Jahren, je nachdem, wann er ihn eben dann bekommt, was im Vertrag steht. Du bist exakt, total. Exakt auf den Cent. Das, was wir damals festgelegt haben. Egal, ob Teuerung wegen irgendwelchen Corona-Zuschlägen. In Bitcoin nehme ich an. Ja, nee, wir nehmen noch den Euro. Er zahlt genau 5 Bitcoin. Solange es den guten alten Euro noch gibt, möglichst. Also das ist ja Wahnsinn. Das heißt, Preisgarantie, es wird ja alles teurer. Hast du das gemerkt? Merken wir. Ja. Also wir verlieren auch aktuell Geld, weil wir teurer einkaufen. Aber das ist der Deal. Wir halten uns daran, der Kunde zahlt das, was er jetzt vor 2,5 Jahren unterschrieben hat. Stefan, wenn du mal gerade so lieb bist, da mal nach links trittst, dann kann ich mal so ein Gesamtbild nochmal schießen.
Ausgeliefert wird das Fahrzeug natürlich mit diesen Polstern auf der rechten Seite immer auf dem Tisch und der Kunde baut sich die dann selber zusammen. Aber ausgeliefert wird das Fahrzeug bei uns als Chassis. Als Chassis. Ohne Kabine. Das ist ja getrennt. Na, dann, dann kommt Krug. Kommt dann. Zu erkennen. Nicht unbedingt Krug, in dem Fall Krug. Vorne haben wir einen von Bocklet stehen. Das hängt ja an dem Kunden. Also das ist ganz wichtig zu erwähnen. Wir sind neutral im Markt. Ja. Wir sind derjenige, der das Chassis baut. Mhm. Wer darauf aufbaut, ne, ob das jetzt Krug ist, ob das Bocklet ist oder sonst jemand, Bliss, ja, das ist die Entscheidung des Kunden letzten Endes. Ja. Aber so, wir arbeiten mit jedem Aufbauhersteller. Preis jetzt von dem, wenn ich den jetzt bestellen würde mit einer Pritsche, was denkst du, ungefähr 100? Mit Britsche. Also jetzt haben wir wieder diese Spaltung in, bestelle ich das Fahrzeug grün mit als H-Kennzeichen, nur als Britschenfahrzeug oder bestelle ich ihn komplett voll restauriert als X-Cap Alpha? Ich hätte ihn gern als voll restauriert also X-Cap dieses Alpha. Fahrzeug, dieses Fahrgestell, so wie er jetzt hier steht, mit Doppelkabine, Tankanlagen, all in, liegt um die 165.000 Euro, okay. Das Chassis. Wahnsinn. Ich finde es trotzdem richtig toll, denn du brauchst kein AdBlue. Du hast eben noch erzählt, Spritqualität, der kann auch mal etwas... Spielt keine Rolle. Ja, ja. Okay. Also, komm, wir zeigen noch ganz kurz den anderen, den du drüben stehen hast. Der ist auch von dir. Der rechts steht. Das Chassis ist von dir. Schön ist, dass du hier bei der Treppe doch ein relativ gutes Sicherheitsgefühl hast. Ja, ist eine stabile Treppe. Also, da gibt es ganz andere im Markt. For sale. For sale, ja. Den kann man tagesaktuell heute erwerben, ohne Preis. Wartezeit. Der Preis liegt bei 390.000 Euro. Würde unter dem aktuellen Erstellungspreis liegen. Das Fahrzeug wurde zusammen mit Bocklet gebaut. Hätte aktuell eine Lieferzeit von knapp 4 Jahren. Ganz selten, dass man sowas aktuell im Markt mal bekommt. Ist er schon weg? Nein, Messe läuft erst ein paar Stunden. Aber der ist ein bisschen kompakter, wie man sieht. Der hat den Originalradstand von 3,50 Meter. Der andere ist ja verlängert auf 4 Meter. Die Kabinenlänge 4,70 Meter, wo wir eben drin waren, 3,90 Meter. Ist ein komplett anderes Layout. Kannst du kurz reinschauen, wenn du willst. Ist eine ganz andere Anmutung. Ist alles in weiß, alles in hell. Ein anderer Grundriss. Auch spannend. Schau mal gerade rein. Alles ist relativ hell. Und hier vorne hast du dein braunes Leder. Es riecht so ein bisschen nach dem Computerraum, den ich früher hatte, als ich reinkomme. Ich darf mal ganz kurz reinfilmen bei euch? Ja, natürlich. So, ich zeig das mal gerade. So, es ist nämlich früh am Morgen an einem Freitag. Ihr wärt ja normalerweise auch schon hier gewesen gestern, oder? Normalerweise, ja. Es hat aber gestürmt. Ist der schön? Das ist ganz schön. Ja, ihr wart doch drüben jetzt in dem Dunklen, wart ihr auch drin? Nein. Hier nebenan noch nicht. Also ist noch ein zweiter, der ist ein bisschen dunkler. Okay, das ist die andere. Genau, das ist jetzt der andere. Ich habe noch nicht gesehen. Ja. Aber es ist unglaublich weiträumig hier. Man hat nicht so... Es ist ganz klein, aber es ist ziemlich hell hier. Das ist schön. Viel Licht, viel Raum. Ihr seid wahrscheinlich aus den Niederlanden. Ja, gekommen. Stimmt, ja. Ja, ich fahre nämlich hin in der nächsten Woche fahre ich nach Greve. Greve? Genau. Okay. Und dann, nach... Das ist nicht hier in den Niederlanden. Grave heißt der Ort. Grave. Ja. Das ist direkt an der Grenze zu Greve und wir holen da unser Auto ab, natürlich in den Niederlanden. Ja. Richtig toll. Aber ihr seid schon lang hier, jetzt seit mehreren Jahren oder jetzt das erste Mal? Also das ist das zweite Mal. Das zweite Mal. Ja. Ist das schön? Ja, das ist ganz schön. Wir haben eine neue LKW gekauft, oft nicht neue, eine ziemlich neue LKW gekauft. Neue Alten, ja, okay. Das ist das beste Deutsch, ja. Ja. Und jetzt versuchen wir mal zu sehen, was wir mit das LKW machen und was wir das selber bauen wollen. Ja. Das ist ja vollkommen verrückt. Man kauft so ein Auto, das ist ja schon mal teuer. Und dann kauft man so eine Kabine, ist auch teuer. Man könnte ja damit 20 Jahre lang ins Luxushotel, oder? Ja, das genau. Aber das ist auch, wenn man ein Haus kauft. Muss man auch nicht die Rechnung machen. Das stimmt, ja. Das ist ein gutes Argument. Aber es ist schön, oder? Und wir haben schon unser Haus verkauft. Das Haus schon verkauft? Ja. Ihr wollt Haus zurückgekauft. Ihr wollt später mal dann reisen, oder? Ja, bestimmt. Ist jetzt ganz anders hier, oder? Das ist ne? Also auch hier Bad hinter dir, ich mach gerade mal auf. Ja. Ne? Also es ist ein komplett anderes Layout, ein anderes Design. Ja. Auch von der Personenzahl auf 2 Personen eben ausgelegt, wobei man auch den Tisch wieder zum Bett umbauen kann. Ja.
Aber das ist wie wenn ich ein Haus baue. Ne? Von außen sieht alles Kästle, aber von innen sehen die doch ganz anders aus. Ich zeige mal gerade ein schönes Detail, was die Leute mal mithaben. Sie haben immer ein Maßband dabei. Das heißt, man muss ja unbedingt ausmessen. Das ist ein richtig schönes Detail. Ne? Dann kannst du den Tisch noch hier verschieben. Je nachdem, wenn du aussteigen willst, du einsteigen willst, kannst du ja hier noch ein bisschen so spannender als ein Maßband. Er ist noch so jung, er braucht das nicht, sagt er. Aber alles cool. Ist so klein, jedes Zentimeter muss benutzt. Zählt. Ja, ja. So, und dann ist davor noch der Kleiderschrank. Ich sitze auf einem beheizbaren Schuhschrank. Richtig cool. Ne, für die Frauen ein beheizbarer Schuhschrank. Yeah. Ja. Hier, ne? Total. Das ist für die Hausschuhe. Ne, das ist dann hier unten für die anderen Schuhe. Mhm. Die Warmluftheizung bläst hier rein, das heißt, es trocknet deine Schuhe, es wärmt deine Schuhe und du hast eine kleine Sitzbank, wo du dich draufsetzen kannst zum Anziehen. Das ist von Kabel, habe ich das mal gesehen. Wir haben einen beheizten Jackenschrank und einen beleuchteten auch noch. Ne? Also auch cool gemacht, ne? Ja. Schöne Details. Letzten Endes ist das aber eine Kundenentscheidung. Wir bauen die Chassis für die Autos. Das hier drin ist nochmal ein ganz anderes Thema von der Planung und der Komplexität. So, und das Wichtigste ist natürlich der Fernseher, damit ihr NPO gucken könnt, öffentlich-rechtlich. So, der Kompressorkühlschrank ist mit drin und natürlich das Kenwood Autoradio darf auch nicht fehlen mit DAB+. So, da zeige ich es noch ganz kurz. Ihr seid mich direkt los, ja. Ich muss noch gerade noch die Sachen zeigen, dann dürft ihr euch wieder lieb haben hier drin. So, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Also der ist zu kriegen für 90.000 Euro. Da ist das Fahrzeug dabei? Ja, klar. ein Schnapper. Dann vielen, genau. Vielen Dank euch. Gell? Die beiden Herrschaften sind nicht dabei. Die sind nicht dabei. Für 390 Euro die Stunde, hat er gesagt, wäre dabei. So. Dann ja, vielen, vielen Dank. Also wenn man es haben möchte, dein Name nochmal vor und zu nochmal? Der Stefan Pfeiffer von Excap. Aus Hessen, wie ich jetzt erfahren habe, aus Baden-Württemberg. Ist in der Tat in Hessen, ja, genau. Da vorne steht er. Da hast du ein schönes Design drauf gemacht. Da kann man sich auch ewig dran verewigen. Das heißt, das ist wieder sowas Individuelles. Ne? Also man kann natürlich das Fahrzeug ganz clean haben, wie wir eben innen gesehen haben. Und das sind Höhenlinien, oder? Genau, das sind Höhenlinien. Und man kann es natürlich auch vom Design her individualisieren, von innen, von außen, wie man eben lustig ist. Ja. Ja. Ja, Stefan, dann vielen Dank. Es hat dir gefallen, mal wieder? Sehr, sehr schön. Super. Ja, wenn wir nämlich normalerweise Fahrzeuge ganz alleine erkunden, da brauche ich dich etwas mehr. Und die Leute fragen immer, wozu ist die Shenandoah da? Erstens kriegst du Geld, ohne dass du viel tun musst. Und ich kann mir Wohnmobile ansehen und alles ausprobieren. Das ist sehr schön. Das ist Wahnsinn. Als wir angefangen haben jetzt in Düsseldorf, haben uns die ersten Sachen angeguckt. Dazu nie groß, damit irgendwas zu tun. Und jetzt sind wir auf einer Outdoor-Messe. Wir werden viel erleben. Unter anderem den Stefan, der schon an sich schon... Sag mal, schon ein bisschen, ich zeig nochmal gerade seinen Totenkopf hier. Ein kleines bisschen crazy. Ist deine Webseite, wie ist der Name? Excap.de. Excap.de. Genau. Komm, wir zeigen es gerade, da vorne ist es nämlich. Da steht es drauf. Das was zeigen. Excap.de. Das ist übrigens ein Jagdhund. So, irgendwo steht nämlich Excap.de, das habe ich gelesen. Da oben steht es, siehst du? So, machen wir noch ein bisschen Werbung für dich. Also mir hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Stefan, tschüss Shenandoah. Heute 22. Oktober 2021 auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Tschüss.